Ja, sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Der eigentliche Grund für diese ganze Debatte heute ist, dass unsere Gerichte nahezu flächendeckend seit Jahren viel zu schlecht ausgestattet sind. Die Richterinnen und Richter sind überlastet, die Verfahren dauern zu lange. Und nun wollen Sie die Gültigkeitsdauer eines Gesetzes verlängern, das den Bundesgerichtshof entlasten soll, indem dort im Wesentlichen nur Fälle mit einem Streitwert von mindestens 20.000 Euro zugelassen werden. Das bedeutet, dass Menschen ein Rechtsweg abgeschnitten wird. Auch den Menschen, die nicht viel Geld haben und für die wenige 1.000 Euro schon ein Vermögen sind. Dieses Gesetz wurde vor einigen Jahren befristet eingeführt. Seither wird es immer wieder verlängert. Mit der Begründung, man müsse noch evaluieren und herausfinden, ob es wirklich etwas bringt. Und jetzt ist es wieder soweit. Die Befristung läuft Ende diesen Monats aus. Das Gesetz soll für weitere 1,5 Jahre verlängert werden. Die Linke lehnt diese Verlängerung ab. Sie evaluieren jetzt schon seit 2011. Sie haben nach wie vor kein Konzept dafür. Und Ihr neues Argument der Kommission, die Sie einsetzen wollen, wirkt wie ein Notnagel. Außerdem, durch dieses Gesetz entstehen einige Verfahren auch erst, nämlich die über die Höhe des Streitwerts. Aber am wichtigsten, die Linke ist nicht der Meinung, dass alles unter 20.000 Euro Streitwert nicht den vollen Instanzenzug verdient. Gerade gestern war ich bei der Bundesarbeitsgemeinschaft der Schuldnerberater bei einer Tagung zu Gast. Und die Schuldnerberater berichten von Fällen, in denen Menschen wegen viel geringerer Beträge als dieser Wertgrenze in die Schuldenfalle, in Existenznot, in völlige Verzweiflung geraten. Und genau diese Menschen haben auch ein Recht auf alle Instanzen. Ein wesentlicher Faktor, der zur Überlastung unseres Bundesgerichtshofs führt, den könnte man anders abstellen, indem man § 522 ZPO abändert bzw. die Reform von 2011 zurücknimmt. Damals wurde eingeführt, dass die Berufungsgerichte ohne eine mündliche Verhandlung oder ausführliche Begründung die Revision zum Bundesgerichtshof als offensichtlich unbegründet nicht zulassen können. Und das führte dazu, dass es Unmengen von Nichtzulassungsbeschwerden gibt, mit denen der BGH sich befassen muss. Es ist doch klar, dass die Menschen damit nicht zufrieden sind, wenn sie so abgespeist werden. Die Zahlen sprechen Bände. Etwa 1.000 neue Zulassungsbeschwerden pro Jahr, beim BGH nur etwa 3% davon erfolgreich. Meine Erfahrung als Rechtsanwältin sagt mir, würden die Gerichte in einer mündlichen Verhandlung erklären, weshalb sie die Anrufung des Bundesgerichtshofs nicht zulassen, dann würde das die Akzeptanz der Gerichtsentscheidung erhöhen und viele unnötige Verfahren verhindern. Kolleginnen und Kollegen von der Regierung, die falsche Antwort auf die Überlastung der Gerichte ist es, Menschen den Rechtsweg abzuschneiden. Wenn Sie die Situation verbessern wollen, müssen Sie unsere Justiz besser ausstatten und das Recht auf mündliche Verhandlungen stärken. Das schafft Vertrauen in unseren Rechtsstaat, und dieses Vertrauen ist wichtiger denn je. Dankeschön. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Mohamed Ali. Als nächstes für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen die Kollegin Dr. Manuela Wattner.